Diese originale TFSI-Ölpumpe zerstört all diese Bauteile in deinem Motor. Bis heute haben wir über 1000 2-Liter TFSI-Motoren instand gesetzt. 90% aller Schäden waren auf die verfuschte Ölpumpenkonstruktion des Herstellers zurückzuführen. Heute klären wir auf, ob und wann du handeln solltest und welche Lösungen es gibt. Dass diese Motoren andauernd kaputt gehen, ist mittlerweile wahrscheinlich allen bekannt. Es sind zwar tolle Autos, aber sie sind einfach nicht auf Langlebigkeit konzipiert. Das große Problem ist fast immer die Öldruckregelung, die fast jeden Motor auf kurz oder lang sterben lässt. Übliche Symptome sind Geräusche im Leerlauf, meistens ein Rasseln oder ein Nageln, was ganz harmlos beginnt und dann in einem Motorschaden endet, oder bereits vorangeschrittene Schäden wie ein Lagerschaden im Bereich der Kurbelwelle oder im Bereich des Zylinderkopfes, welcher durch die mangelnde Schmierung verursacht wird. Hin und wieder sind im Internet Kommentare zu finden von Leuten, die 300.000 Kilometer mit diesem Motor gefahren sind, ohne einen Schaden bemerkt zu haben und die fest davon überzeugt sind, dass es kein Problem mit der Öldruckregelung gibt. Ja, diese Leute würde ich gerne einfach mal hier haben. Die sollen einfach sich mal anschauen, was wir den ganzen Tag hier machen, wie viele TFSI-Motoren wir hier auf dem Tisch haben und vor allem, wie viele Leute hier anrufen und Probleme schildern, die fast alle auf die Öldruckregelung zurückzuführen sind. Alle TFSI-Motoren haben dieses Öldruckproblem. Wir haben schon von den wildesten Lösungen gehört. Die einen ändern das Öl, die anderen ändern Dinge in der Programmierung. Manche geben 2000 Euro für eine neue Ölpumpe vom Hersteller aus und lassen sich die einbauen und beheben damit einfach nicht das Problem. Das Problem ist der niedrige Öldruck im niedrigen Drehzahlbereich. Vor einigen Jahren haben wir eine Update-Ölpumpe auf den Markt gebracht, welche den Öldruck im niedrigen Drehzahlbereich erhöht und damit all diese Schäden verhindert. Wir bieten diese Ölpumpe nicht nur als Update-Kit in unserem Online-Shop an, sondern verbauen sie auch in jedem unserer TFSI-Motoren, um einfach sicherzustellen, dass unsere Kunden nie wieder Probleme mit Öldruck haben werden. Da draußen fahren Hunderte, wenn nicht Tausende Leute rum, die mehrere 10.000 oder 100.000 Kilometer mit dieser Ölpumpe absolviert haben und deren Motor keine Probleme macht. Es kommt immer häufiger vor, dass wir Motoren zerlegen, in denen andere Ölpumpenkits verbaut sind und die genau die gleichen Schäden aufweisen wie die Motoren, die wir schon seit langer Zeit aufbauen. Und da fragen wir uns, ob der Hersteller dieser Ölpumpenkits das grundlegende Problem überhaupt verstanden hat. Basis für unser Ölpumpenumbaukit ist eine 1.8T-Ölpumpe. Hier von der Marke Pierburg. Warum Pierburg? Ganz einfach zu beantworten. Diese Pumpen sind Massenprodukte. Massenprodukte haben Fehler. Wir zerlegen jede Ölpumpe bei uns, bevor wir so ein Update starten. Und da haben wir einfach mit Pierburg die besten Erfahrungen. Die laufen leicht. Dann natürlich ist da auch mal eine Pumpe bei, die nicht so leichtgängig ist. Die geht dann zurück. Aber der wenigste Ausschuss liefert einfach Pierburg. Deswegen nehmen wir hier diese Pumpe als Basis. Im ersten Step ersetzen wir das originale 1.8T-Kettenrad durch ein kleineres Kettenrad, was von der Teilung her genau zum TFSI-Motor passt, und erhöhen damit die Übersetzung und auch damit die Drehzahl der Ölpumpe. Und das ist ganz essentiell wichtig, denn ohne die Erhöhung der Drehzahl der Ölpumpe erhöhen wir auch nicht den Öldruck im unteren Drehzahlbereich. Immer dann, wenn ihr genau dieses Kettenrad seht, ist die Übersetzung nicht geändert und ich kann euch Brief und Siegel darauf geben, dass der Öldruck nicht erhöht wird und damit das Ölpumpenkit nicht funktionieren wird. Im zweiten Step ändern wir das Druckbegrenzungsventil der 1.8T-Ölpumpe. Denn durch die geänderte Übersetzung und die höhere Drehzahl haben wir natürlich im oberen Drehzahlbereich viel zu viel Öldruck. Und das muss irgendwo reguliert werden. Und das tut dieses Ventil. Und das ist ebenfalls ein Bauteil, was wir noch bei keiner anderen Pumpe, die es so auf dem Markt gibt, gefunden haben. Und ebenfalls essentiell wichtig, denn auch zu viel Öldruck kann schädlich für das System Motor sein. In der Vergangenheit führte genau dieses Druckbegrenzungsventil auch schon mal zu Problemen. Wir haben nämlich zu harte Federn eingebaut und damit den Öldruck fast gar nicht reguliert. Er ist teilweise bis auf 10 Bar hochgeschossen. Die Kunden hatten Undichtigkeiten. Und das lag einfach daran, dass wir diese Federn in riesigen Mengen bestellen und nicht jede Feder die gleiche Federkraft hat. Heutzutage machen wir es so, da prüfen wir wirklich jede Feder auf einer Federwaage und legen die Federkraft fest, dokumentieren diese und stellen damit einfach sicher, dass der Öldruck bei den aktuellen Pumpen immer auf 6 Bar begrenzt ist. Dieses Ventil begrenzt nicht nur den Öldruck, sondern senkt auch maßgeblich die Kosten. Denn ihr spart euch mindestens 200 Euro für ein Ölfiltergehäuse und eine Adapterplatte, um den Öldruck von außen zu regulieren, und natürlich auch einiges an Arbeitszeit, um dieses zu montieren. Und wie einfach und problemfrei diese Ölpumpe zu montieren ist, das zeigen wir euch in einem weiteren Video. Ja, die Pumpe gibt es natürlich bei uns im Shop. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und wenn ihr nicht genau wisst, welchen TFSI-Motor ihr besitzt, dann haben wir hier ein Aufklärvideo für euch gemacht, in dem wir wirklich jeden Motor von der ersten bis zur dritten Generation durchgehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Haut rein!